Ja, es ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass der Film Reacher im Kino kam. Und ja, ich finde, dass der Film eigentlich gar nicht erst irgendwie gedreht werden sollte, weil viele sind jetzt sicher irgendwie in einen Esoterikladen oder sonst irgendwo in einen Laden gegangen und haben nach so einem Ouija-Board gesucht oder bestellten sich das im Internet und hocken jetzt daheim und machen da diese Geisterbeschwörung, weil es einfach im Kino gezeigt wurde. Das finde ich gar nicht gut, weil das ist irgendwie kein Spaß oder so. Die im Kino, also in dem Film, das wird so dargestellt, als sei das irgendwie irgendwas, was es gar nicht gibt, irgendwas Erfundenes, aber das ist nichts Erfundenes. Also das ist die Wahrheit, wenn man sowas macht, so eine Geisterbeschwörung mit so einem Ouija-Board oder auch Gläserrücken, so wie ich es getan habe, dann passieren da wirklich schlimme Dinge, wenn man es falsch macht und wenn man es alleine spielt. Und ja, also ich würde wirklich jedem nur abraten, so ein Teil zu kaufen. Früher wollte ich auch mal eins kaufen, weil ich habe so ein Hexenbuch, wo halt so Formeln drin stehen und so Zaubersprüche, wo man einfach so Liebeszauber, Geldzauber und so weiter. Da braucht man halt ziemlich viele Öle und alles. Und dann habe ich mich halt dafür interessiert sehr. Und dann habe ich halt auch gedacht, so ein Ouija-Board ist ja schon was Geiles, weil es kommt ja als X-Faktor im Fernsehen oder kam auf RTL 2. Und da gab es auch mal eine Folge, wo welche auch mit so einem Ouija-Board gespielt haben. Und die eine Freundin, die ist dann spurlos verschwunden. Und ich meine, es ist einfach kein Witz, sowas. Und deshalb finde ich einfach, dass sowas erst gar nicht verbreitet werden soll im Fernsehen oder im Kino, weil viele kleine, junge Kiddies haben da keine Ahnung von und denken, oh, das kam jetzt im Kino, das ist ja alles nur Film und können wir ja auch mal machen, aber es ist kein Film, es ist die knallharte Realität. Und ja, wenn man es einmal falsch macht, dann ist man einfach gearscht. Darum kann ich es wirklich jedem nur abraten, sich so ein Teil zu kaufen. Gerne kann man auch mein Gläserrücken-Video anschauen. Ich verlinke das hier oben rein, aber auch in der Infobox da unten. Und ja, schreib mir mal deine Meinung, was du davon hältst, von dem Film, von dem Ouija-Board. Kannst mir auch gerne ein Abo dalassen, wenn dir mein Kanal gefällt. Und gerne auch einen Daumen nach oben für dieses Video. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.